Facebook aus. Und wir nehmen noch auf. Hallo miteinander. So schön bist du hier, vielleicht vor Tatort oder bevor du noch ein Drink auf deinem Balkon, sagt man in der Schweiz, oder der Terrasse nimmst. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du an diesem Sommerabend mit uns, mit Susanne, hier bist, weil es wird einfach wieder wunderbar werden. Ich weiß es jetzt schon, weil diese Geschichten von diesen ganz echten, tollen Frauen, die sind so berührend, weil echt und wahr und für dich eben auch so hoffnungsvoll. So schön bist du da, Susanne. Hallo. Ich freue mich auch. Hallo. Hallo. Ja, Celia, du erzählst etwas über Susanne und dann lese ich dann noch die offizielle Bio vom Buch vor und dann gehört die Bühne dir. Mache ich. Also, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, Susanne lebt nicht weit von mir entfernt. Wir haben gerade einen Hundespaziergang verabredet. Sie möchte vielleicht ein kleines Wuscheltier haben und wir wissen ja, die Ehepartner und Männer wollen nicht immer. So, wir haben gesagt, wir arbeiten dran, ein bisschen gemeinsam. Susanne ist zu uns gekommen, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, über Google, über eine Suchmaschine, oder? Ist das richtig, Susanne? Bist du auf unserer Coaching-Ausbildung gestolpert? Genau, ja. Und dann hatten wir ein Klarheitsgespräch. Und die Frage war, ist diese Coaching-Ausbildung das Richtige für mich? Und ich weiß nicht, ich kann mich einfach nur erinnern, Susanne, dass wir drei einfach in einem guten Feeling waren und ohne ganz viel aus dem Verstand heraus uns zu verständigen über das, was geschieht und alles, was kommt in den 9 Monaten, dass du und wir einfach das Gefühl hatten, ja, es passt. Und wir begaben uns gemeinsam auf den Weg. Und mein Gefühl nach hast du auf diesem Weg tief für dich gesehen. Das, was Leben leichter macht. Und das freut uns ungemein, nicht nur für dich, sondern für dein Umfeld und für all die Menschen, mit denen du das Verständnis eventuell teilen wirst in Zukunft. Und heute, darum geht es in der Lesung. Also das, was du gesehen hast, ein bisschen anzudeuten, ein bisschen neugierig zu machen, weil die gesamte Geschichte dazu gibt es in unserem neuen Buch. Und dann war es leicht. Susanne, ich übergebe an Lea für das Vorlesen von deinem Bio. Und dann wird sie dich ein bisschen befragen zu deiner Mitmachmotivation. Und dann wird es deine Bühne sein. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, danke. Total. Und ich weiß noch, als Celia und ich aus dem Gespräch sind, haben wir gesagt, ja, solche Frauen wie Susanne, das wollen wir. Und dann hat Susanne auch ja gesagt. Stimmt. Genau. Ja, Susanne Vanessa Ahr hat einen bunten Lebenslauf. Der rote Faden jedoch ist ihre Faszination fürs Menschsein mit allen Höhen und Tiefen. Sie wünscht sich nichts mehr, als Menschen wieder an ihre wahre Natur und die magische Kraft des Lebens zu erinnern. Wenn sie nicht gerade wandert und Wildkräuter sammelt, findet man sie mit einem guten Buch und einer Tasse japanischen Tee. Genau, meine Frage an dich, Susanne. Was hat dich dazu gebracht? Was hast du gespürt? Warum wolltest du mit dabei sein und deine Geschichte in die Welt tragen und mit den Menschen teilen? Also erst einmal war diese Ausbildung, diese 9 Monate mit euch und diesen wundervollen Ladies ja eh so ein Überraschungsei. Und da ploppte ganz viel plötzlich hoch und eines davon war dieses wundervolle Buchprojekt. Und
nachdem ich euch und die anderen Frauen auch schon kennenlernen durfte, war das für mich auch gar keine Frage, dass ich dabei sein möchte. Und mit Saskia als Schreibcoach war das eh ganz leicht. Die Übungen waren super schön, leicht und auch lustig. Ja, das war die eine Seite. Und die zweite oder die andere Seite war, dass auf meinem Weg waren es auch immer die Geschichten, die ich gelesen hatte, die mir Hoffnung gegeben haben und Zuversicht auch einfach. Und da dachte ich, okay, es ist vielleicht auch schön, wenn ich einfach mitmache und wenn ich nur einen Menschen erreiche, den meine Geschichte hoffnungsvoller in die Zukunft schauen lässt, dann ist das schon total schön. Danke. Wir sind voll gespannt auf die Geschichte. Dann fange ich jetzt an. Meine Geschichte heißt Von der Panik zu neuen Perspektiven. Ich fange so ein bisschen mittendrin an und werde dann so Fragmente noch lesen. Mein Leben vor dem Unfall war anders gewesen. Ich hatte studiert, war vielleicht noch etwas ratlos, was meine Zukunft betraf, aber mir ging es gut. Ich war viel mit Freunden unterwegs gewesen, in den Urlaub gefahren und hatte spontan im Freien unter sternenklarem Himmel geschlafen. Nach dem Unfall war ich durch den ständigen Schwindel und die Schmerzen in meiner Spontanität im alltäglichen Leben eingeschränkt. Selbst ein Einkauf gestaltete sich schon als sehr schwierig, denn ich konnte nichts schwer tragen. Ich zog mich immer mehr zurück. Ich fiel in Selbstmitleid und hatte häufig Panikattacken, die mich hauptsächlich vor dem Einschlafen überkamen. Dann verlor ich mich in meinen Gedanken. Was ist, wenn der Schmerz nie wieder aufhört? Was ist, wenn es jetzt immer so bleibt? Diese quälenden Gedanken mündeten meist in Schweißausbrüchen und Atemnot. Ich dachte häufig, ich würde ersticken und meine Beine sackten weg. Als ich die Panikattacken erstmals erlebte, war ich ihnen hilflos ausgeliefert. Der Atem wurde kurz, mein Herz raste, mein ganzer Körper zitterte. Und als sie nachließen, fühlte ich mich, als ob ich einen Marathon gerannt wäre. Es war unglaublich anstrengend. Es fühlte sich alles furchtbar real an. Ich dachte, indem ich meine Emotionen entweder kontrollierte, oder wenn ich sie verdrängte und allen vorspiele, dass es mir super gut ging, würde ich ihnen entkommen. Weit gefehlt. Irgendwann bekam ich Angst vor der Angst und wie es der Teufelskreis so wollte, bekam ich selbst Angst davor, abends schlafen zu gehen. Es begann ein Kampf mit mir selbst und ich verurteilte mich täglich für meine Gefühle. Nach außen hin spielte ich weiterhin vor, dass es mir gut ging. Das war zusätzlich eine Kraftanstrengung, denn ich fühlte mich in Wahrheit ausgelaugt und ständig bedroht. Ich habe mich zerdacht, mein Leben zerdacht. Und dann habe ich mich wie ein kopfloses Huhn in blinden Aktionismus gestürzt, weil ich die schlechten Gefühle loswerden wollte. Die Verzweiflung ließ mich sehr hart und kritisch mit mir selbst sein. Ich las eine endlose Anzahl an Ratgebern und Selbsthilfebüchern. Ich besuchte viele Kurse, machte verschiedene Therapien und lernte Selbsthilfemethoden. Ich führte ein Journal, meditierte, visualisierte, stellte meine Ernährung 4-mal um und verband mich mit der Natur. Was immer noch großartig ist, nur dass ich es jetzt aus purem Genuss heraus tue. Damit waren meine Tage ausgefüllt und ich fühlte mich erstmal sicher.
Das half mir, den Schmerz zu reduzieren und wieder mehr in meine Mitte zu kommen. Es war gleichzeitig sehr anstrengend, das hohe Pensum an verwendeten Tools aufrechtzuerhalten. Hatte ich doch das Gefühl, nur durch deren ständige Anwendung meine fragile Seele durch den Alltag navigieren zu können. Im Laufe der Jahre, vielleicht auch durch die Methoden, änderte sich meine Einstellung zu mir selbst. Das entwickelte sich ganz langsam, kaum merkbar. In einem meiner vielen Kurse fiel der Satz: Erkenne dich selbst, deine Gedanken ändern sich und dann ändern sich deine Gefühle. Mit diesen Worten ging ich total in Resonanz, aber ich erkannte damals noch nicht ihre Bedeutung. Ich erkannte damals nicht, dass sich meine Gedanken geändert hatten und in welchem Zusammenhang das mit meinem Gemütszustand stand. Geist, Bewusstsein und Gedanke waren alles Begriffe, die ich schon unzählige Male gehört hatte in meinen Kursen. Ich hatte sie ebenso in meinen zahlreichen Ratgebern gelesen. Ich dachte, ich hätte sie begriffen, aber ihre tiefe Bedeutung und dass sie universell sind, das fühlte ich noch nicht. In einem Programm namens Mein geheimes Leben stolperte ich über Geschichten von Menschen, die mich tief berührten. Sie erzählten, wie es ihnen früher im Leben ging und wie sie durch tiefe Einsichten im Laufe der Zeit ihr Leben verändert hatten. Ich lachte und weinte, als ich mir die Interviews anschaute und fand mich oft darin wieder. Meine eigene Veränderung ergab plötzlich so viel Sinn. Die untrennbare Verbindung zwischen Gedanken und Gefühlen leuchtete mir ein. Das Bewusstsein darüber, dass ich jeden Moment neu entscheiden kann, welche Gedanken ich nachhänge und welchen nicht, verstärkte sich. Mir wurde bewusster, welche Gedanken ich wahrhaftig Glauben geschenkt hatte, die sich später als Illusionen herausstellten. Ich erkannte die Kettenreaktion in meinem Kopf und erinnerte mich an eine kleine Geschichte über einen Jungen und seinen Großvater. Sie unterhielten sich über den Wolf der Dunkelheit, des Leidens und des Schmerzes und den Wolf der Hoffnung und dass der Wolf stärker würde, den man füttere. Man könne jeden Tag neu wählen. So erfasste ich diese Metapher für meine Angst. Und alles Weitere könnt ihr dann im Buch erfahren. Also was mir so kommt nach deiner Lesung, Susanne, ist, wie oft wir das gehört haben in den letzten Jahren, wie viele Menschen hier und dort auf ihrem Weg über Gedanken, Gefühlen und über eine tiefe Kraft in uns was erfahren haben und aus irgendeinem Grund durch die drei Prinzipien auf einmal begriffen haben, worum es wirklich geht. Und dort gibt es, also jeder hört die Wahrheit, die ohnehin in uns ist, auf verschiedensten Wegen. Und für manche ist diese Lehre von Sydney Banks einfach eine Sprache, die sie hören können. Und dort gibt es auch ein Missing Link, ein fehlendes Puzzleteil, was die aufgeschnappten Puzzleteile über die Jahre gesammelt plötzlich zusammenfügt und einen ganz neuen Sinn ergibt, was die Suche zu Ende bringt, bei alles auf einmal.
klar und offensichtlich ist. Nicht für jeden, der hinhört, aber für viele. Und das war so schön, in deiner Geschichte zu hören, wie plötzlich Klick gemacht hat für dich, auch wenn bestimmt in deiner Geschichte das erst richtig geschildert wird. Ja, yeah, it was the missing link für mich, wo alle Puzzleteile dann zusammenkamen. Vielen herzlichen Dank, Susanne. Ich danke euch sehr. Ja. Für all diejenigen, die da draußen, die neugierig sind, wie es in Susannes Geschichte weiterging. Das Buch, wo Susannes Geschichte erscheint, heißt Und dann war es leicht. Es kommt am 1. Juli heraus. Wir sind wirklich mit scharrenden Füßen und Händen dabei, euch das zu geben. Und bis dahin gibt es weitere Lesungen, und zwar noch einige in der kommenden Woche. Wir treffen uns hier online live auf Facebook jeden Abend um 20 Uhr für 20 Minuten, um diese 20 wunderbaren Lesungen zu hören. Also wir hoffen, dass du morgen Abend wieder dabei bist. Wir freuen uns auf dich, auf euch. Danke nochmal vom Herzen, Susanne. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.